Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute ist es mal wieder soweit, es gibt ein neues Format auf meinem Kanal. Und zwar werden wir in diesem Format meinen Cup-Gameplay analysieren. Also sowohl von beispielsweise so einer Plattform-Cup wie heute oder auch von FNCS oder was sonst auch noch alles in der nächsten Season kommt. Das werden wir versuchen auf jeden Fall wöchentlich so ungefähr zu machen und werden dann eben halt regelmäßig die verschiedensten Cups analysieren. Und die Idee zu diesem Format hatte ich von einem YouTuber bekommen, der genau das gleiche im Prinzip macht. Und zwar heißt der Lasse. Dort werde ich auch mal ein Video in der Infokarte verlinken. Und wie gesagt, der macht im Prinzip genau das gleiche und ich werde auf jeden Fall versuchen, das möglichst gut umzusetzen und dann auch mal zu zeigen, was denn so bei mir Fehler sind, weil bei mir wahrscheinlich noch deutlich mehr Sachen dabei sein werden, wovon man wahrscheinlich auch noch mehr lernen kann. Und wenn euch natürlich dieses Video gefällt und ihr generell weitere Videos von diesem Format sehen wollt, könnt ihr natürlich gerne hier eine Bewertung da lassen. Außerdem schreibt auch gerne einen Kommentar, wo vielleicht auch Vorschläge für einen Titel reinpackt und lasst natürlich auch gerne ein Abo da. Schaut aber auch genauso gerne natürlich auf im Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist in der Videobeschreibung und ich würde sagen, wir beginnen direkt mal mit der ersten Runde. So wie eigentlich in allen anderen Runden auch, bin ich hier auch wieder in den Dirty Docks gelandet und dort lande ich dann immer auf der großen Halle. Danach gehe ich eigentlich immer hinten zu den Containern, sammle dort immer zwischendurch Wood durch die ganzen Paletten, sammle natürlich alle Kisten ein. Genauso gehe ich dann natürlich einmal auch noch hinter die Halle zu den anderen beiden Kisten. Und wenn ich dann damit durch bin, habe ich meistens eigentlich schon Full Wood und Full Metal. Und in dieser Runde wurde ich dann tatsächlich abgeschossen, bin relativ offen rumgelaufen. Ich hätte mich auf jeden Fall einbauen können, hätte der etwas besseres Aim gehabt, dann hätte mich da auf jeden Fall ordentlich hitten können. Und wenn er mich jetzt eben halt gelasert hätte, vielleicht noch einen Snipe getroffen hätte, dann sähe es auf jeden Fall nicht so gut für mich aus. Dann jeder Fight war eigentlich alles in allem ganz gut. Ich habe mich ganz gut hochgebildet, dort einmal dann den Edit verkackt, was aber trotzdem sehr, sehr verkraftbar war. Hier habe ich dann auch meinen Right-Hand-Peak nicht wirklich ausgenutzt. Dort wurde ich dann nämlich einmal abgeschossen und im weiteren Schritt habe ich mich dann auch einmal overbilden lassen. Allerdings habe ich dort ganz gutes Beast-Control ausgeführt, wodurch der Gegner nicht so leicht escapen konnte. Habe allerdings auch wieder nicht darauf geachtet, ob meine Shotgun voll war und so konnte ich da eben halt auch den Easy Shot nicht mitnehmen. Zum Glück ist er dann am Ende runtergefallen und damit war der Fight dann auch wieder beendet. Im Midgame ist dann eigentlich nichts weiteres passiert. Ich habe zwischendurch immer wieder welche angeschossen, hatte auch einen Shot mal selbst abbekommen. Dann, als ich hier in die Center von dieser Zone gehen wollte, wurde ich dann auch wieder selbst angeschossen, weil ich mich definitiv zu wenig eingebaut hatte. Hätte ich auf jeden Fall verbessern können und dann hätte ich den Shot auf jeden Fall auch einsparen können. Dann, als ich wirklich eigentlich perfekt in der vierten Zone positioned war, wollte ich irgendwie unbedingt auf den Gegner gehen, weil der mich eben halt pushen wollte und ich hatte dann versucht, den immer zu bekommen. Stand allerdings teilweise relativ offen immer rum und der Fight hat insgesamt sehr, sehr lang gedauert. An den Seiten sind auch überall noch welche runtergekommen, die ich dann versucht habe abzuschießen. Stand aber, wie gesagt, teilweise echt zu offen und da hätte ich auch locker Shots mitbekommen können. Den Fight habe ich dann aber eigentlich nicht wirklich weitergeführt. Ich habe mich ein bisschen eingeturtelt, stand relativ offen, dann wieder auf meine Flächen drauf und habe eben halt so ein bisschen spectated. Habe dann aber relativ spät noch gehört, dass hier zwei Fighten, habe den eine sehr, sehr krass gelasert, wollte dann durch Instant reingehen, um den Kill zu saven, wurde dann allerdings selbst gekillt und damit war die Runde dann auch schon vorbei. Im zweiten Game bin ich auch wieder dort gelandet, dann ist allerdings im ganzen Game eigentlich nichts passiert. Bis zu diesem Fight dort hatte ich einen schönen Snipe getroffen, hat den danach schon schön gelasert. Er war eben halt schon direkt white auf vielleicht 75 HP oder so, hatte noch meine Slinkies, konnte ihn damit schön pressuren und damit war es eigentlich ein relativ leichter Kill. Ich bin noch aufgegangen, habe ihn nochmal Shieldcrack gemacht. Dadurch wusste ich auf jeden Fall, dass er sehr, sehr low sein musste, hatte seine Crash-Pads dann recycelt, er hatte sich dort unten eingeturtelt und ich habe eben direkt eine Slinky draufgeworfen und damit war er dann eigentlich auch schon direkt down, wodurch ich diesen Kill eigentlich safe hatte. Dann war ich irgendwie so komplett im WP-Modus und hatte den nächsten direkt gechased. Der hat sich hier in Pleasant Park in einem Gebäude versteckt. Den habe ich dann versucht zu bekommen und dort hatte ich dann allerdings eigentlich nicht wirklich viel Damage gemacht. Ich hatte ihn, glaube ich, zweimal irgendwie in der Luft gehittet, hatte irgendwie wahrscheinlich noch 150 HP oder so. Deshalb hätte es sich eigentlich nicht wirklich gelohnt, den wirklich quer über die Karte zu verfolgen und es hat eben halt sehr, sehr viel Zeit gekostet. Dann hatte ich hier allerdings einen ganz guten Right-Hand-Peak, der auf jeden Fall ganz gut war. Den habe ich dann im nächsten Schritt allerdings auch direkt wieder aufgegeben, habe immer direkt bemerkt, dass er unter der Cone sitzt, habe einen ganz guten Edit gemacht, allerdings dann mein Shot gechoked, wodurch der Gegner dann auch wieder escapen konnte, da hätte ich auf jeden Fall besser aufpassen können und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, warum ich das hier überhaupt versucht habe. Ich bin wirklich komplett aggressiv reingegangen, war auch alles in allem eigentlich echt gar nicht so bad gespielt, war ein sehr, sehr nice Shot auch an der Stelle. Wie gesagt, der Fight an sich war echt ganz gut gespielt, nur man hätte den eigentlich nicht unbedingt W-Keen müssen, weil es sich dann natürlich am Ende relativ lange zieht. Wir hatten dann immer weiter gefightet, am Ende hatte ich den Kill dann allerdings letztendlich nicht bekommen und hier ging es dann noch etwas weiter, wo ich dann eben halt auch eigentlich gar keine Metze durch den
Fight hatte. Also selbst wenn ich das überlebt hätte, hätte ich eigentlich gar keine Metz mehr gehabt und dementsprechend hätte ich entweder früher disengagen sollen. Und so war ich, wie gesagt, dann auch in dieser Runde tot, auch wenn der Gegner noch relativ wenig HP hatte. So vermisst man sich dann natürlich die ganze Runde und ich hatte dadurch immer keine Chance, noch weitere Punkte sowie auch natürlich Placement-Punkte zu sammeln. Und solche Situationen sind auf jeden Fall relativ dumm und man sollte sie auf jeden Fall vermeiden. Dann hatte ich in der nächsten Runde meinen Job verkackt und konnte immer nicht ganz bis hinten hinfliegen, weshalb ich hier vorne looten musste und ich hatte immer gar keine Ahnung, wo hier die Waffen sind, weshalb das meine Loot-Route natürlich um einiges verlangsamt hatte und so konnte ich die ganzen Kisten langsam sammeln. Dann war ich hier in einer relativ problematischen Situation. Der Gegner war schon direkt da, allerdings kam ich immer hier nicht so wirklich raus und ich musste dann immer hoffen, dass der nicht einfach hochspringt. Zum Glück hatte ich allerdings noch ein paar Mats und damit konnte ich den Kill dann easy saven, weil ich immer dann auch einen richtig guten Shot mit meiner Charge Shotgun gemacht habe. Da sollte man aber auf jeden Fall immer aufpassen, dass man den Job wirklich gut gepracticed hat, damit einem so ein 50-50 dann am Ende nicht passiert. Dann bin ich mal wieder in ein 50-50 gelangt und hier wurde ich mal wirklich komplett gelasert, hatte immer dann einen Schiller, wo er mich durchschießen konnte, eben halt nichts gebaut, hatte ich hier einen Flop auch eventuell zu viel genommen, für 12 HP hätte sich das nicht so gelohnt, hätte ich eher erstmal ein Mini nehmen sollen und hätte mich so auf jeden Fall besser healen können. Habe hier auf jeden Fall immer ganz gut geeditet, zwischendurch aber immer die Shots wieder gechoked, das muss ich auf jeden Fall noch trainieren, weil meine Edits dann eben halt wirklich in solchen Situationen eigentlich immer sitzen müssen. Ansonsten bin ich aber ganz gut rausgekommen, hatte wieder 150 HP, sah eigentlich wieder alles echt ganz gut aus. Dann hatte ich den Gegner hier unten gesehen, dort hatte ich dann auch relativ gute Shots drauf bekommen, beziehungsweise erstmal nur einen Shot. Wollte ihn natürlich weiterhin chasen und wollte dann eben halt versuchen, einen Kill zu bekommen. Er hatte immer den Grappler, wodurch er relativ leicht auch wieder auf High gehen konnte. Hier auch auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Edit, den ich euch auf jeden Fall auch nur empfehlen kann. Da kann man nämlich eigentlich nicht getroffen werden. So hatte ich dann eben halt an der Seite auch das eigentlich relativ gut ausgespielt, hatte einen Highground aber geholt und ich hatte eben nicht so viel Mats, war auf einmal in meiner Box und hatte mich dann eben halt easy gefinisht, weil ich dann eben halt etwas zu unkonzentriert war. Wäre ich allerdings hier konzentrierter gewesen und hätte meine Shots nicht gechoked, dann hätte ich das hier locker auch schaffen können. In der nächsten Runde hatte ich dann mal wieder direkt zu Beginn einen Fight und dort hatte ich auch einen relativ guten Snipe direkt getroffen. Danach ging keiner Airshots rein, allerdings hatte ich dann natürlich versucht, den Gegner zu pushen. Er ist dann natürlich direkt auch hinten abgehauen und ist dann ins Wasser gegangen. Dort bin ich mit meinem Boot hingefahren, war eigentlich relativ risky, hätte eventuell etwas früher hier aussteigen können, die eine Rocket war aber trotzdem ganz gut geschossen. Dann war ich dort wieder in einer tiefen Situation, wo ich dann eben halt eigentlich relativ leicht hätte geboxt werden können und hier oben hatte mich eigentlich auch relativ gut treffen können. Allerdings kam dann auch schon wieder direkt der nächste Gegner, hatte ich auch ein bisschen gelasert, hatte dann aber an der Stelle keine Mats mehr. Eventuell hätte ich ihn einfach etwas escapen lassen sollen, beziehungsweise dann eben halt erstmal selbst Mats farmen können und dann eben halt dort hinterher gehen können. Wäre wahrscheinlich definitiv besser gewesen. Letztendlich standen wir dann eine relativ lange Zeit so alle drei in der gleichen Position. Keiner hatte immer mehr wirklich Mats und alles und deshalb hatte jeder im Prinzip gecampt und auf das gewartet, was der andere macht. Ich bin dann aggressiv in den Box reingesprungen, war relativ risky. Der Gegner hat allerdings nicht wirklich viel getroffen. Dadurch hatte ich eben halt den Kill relativ easy gesaved und das war auf jeden Fall ganz guter Play und dadurch hatte ich dann natürlich auch wieder Mats bekommen. Der Hai hat mich dann allerdings leider gegrieft, hatte dadurch dann auch meine restlichen Mats noch weggenommen. Ich hatte dann an der Stelle gar keinen Mats. Immerhin gehörten mir hier noch ein paar Builds. Dann ist der Gegner tatsächlich zu mir gekommen. Ich habe einen kleinen Shot gesetzt, danach einen ganz guten Shot. Damit war der Gegner Shieldcrack. Habe ich allerdings alle meine Shots gechoked und so hatte der Gegner mit 3 HP überlebt. Da auch wieder das Problem, dass mein Aim immer halt lange nicht gut genug ist. Daran muss ich auf jeden Fall gerade mit der Shotgun noch arbeiten. Dann in der nächsten Runde war ich hier am Flopper farmen. Dann hatte ich immer Schüsse gehört, hatte mich schnell eingebaut. Dort hatte ich dann auch versucht, einen weiteren Flopper zu bekommen und ich wollte natürlich meine ganze Flopper mitnehmen. Ich hätte auf jeden Fall vielleicht ein bisschen mehr auf meine Umgebung achten sollen, wenn ich hier die Flopper gesammelt hatte. Zum Glück war der Gegner nicht so gut, weshalb ich relativ easy dort die 3 Shots setzen konnte. Bin dann mit meinem Boot etwas weitergefahren, habe 2 Rockets draufgesetzt, sodass ich nicht so leicht healen konnte und ich eben halt ganz gute Chancen auch eventuell auf Highground hatte. Er ist eben halt nicht so schnell hochgekommen und das war auf jeden Fall ein ganz guter Play. Wäre wahrscheinlich gegen einen besseren Spieler auf jeden Fall nicht so gut gelaufen, weil ich wie gesagt im Highground gewesen war und mich eben halt nirgends eingebaut hatte, nicht auf meine Umgebung geachtet hatte. Da muss ich auf jeden Fall, wie gesagt, definitiv noch aufpassen. Ansonsten war das hier aber eigentlich ein echt ganz guter Fight. Hatte hier instant Highground, wie gesagt, der Gegner war eben halt wirklich nicht ganz so gut und damit war es ein relativ leichtes Spiel, den tatsächlich zu bekommen. Hatte instant auch geblockt, also wie gesagt, auch dort wieder ein sehr, sehr gutes Play. Hatte dann dort auch meine Wall Replace und dann bin ich runtergesprungen, habe ihm einen schönen kleinen Hit gegeben, danach noch einen größeren Hit und oben gehörte mir das schon, wodurch ich dann easy reingehen konnte und den Kill saven konnte. Dann bin ich bis Slurpee Swamp weiter rotated und dort wurde ich instant gelasert. Wahrscheinlich war
war sogar der Typ, der den Grappler hatte und er hatte insgesamt tatsächlich sehr, sehr guten Loot. Eventuell hätte ich versuchen sollen, den etwas zurückzuschießen, weil ich hier natürlich jetzt sehr, sehr passiv war, sehr, sehr ängstlich gewirkt habe und dadurch natürlich für den Gegner ein relativ leichtes Ziel eigentlich war. Dann hatte ich ja auch etwas overbuildet, was auf jeden Fall nicht so gut war und ich hatte eben halt dann beim Bilden auch relativ häufig was gechoked, hatte keine vernünftigen Highground-Retakes irgendwie gemacht und kam dadurch nicht so wirklich auf High und der Gegner dann auch hier wieder ein leichtes, mich mit seiner Charge Shotgun zu bekommen und das hat er auch wirklich mit einem sehr, sehr guten Shot gemacht. In der nächsten Runde hatte ich dann einen relativ gut gelasert, hätte ich auf jeden Fall eventuell sogar noch etwas mehr treffen können, allerdings kam da schon wirklich ein paar Schüsse durch und dadurch wurde er auf jeden Fall am Ende cracked und ich bin dann mit meinem Crashpad dort etwas aggressiver raufgegangen und habe den versucht immer zu chasen, bin ja dann den Berg hochgegangen und an der Situation wusste ich immer halt eigentlich, dass hier auf jeden Fall keiner sein konnte, allerdings war natürlich das Problem, dass ich relativ zentral in der Zone war und es eigentlich auch schon relativ spät von der Zone her war und ich dann auch relativ lang erstmal den Gegner gesucht hatte. Allerdings hatte ich dann eben halt ja gehört, dass ich hier drin war. Er ist dann auch weiterhin escaped, hatte ganz gut was in der Luft getroffen und habe ihn letztendlich gefinisht, während er nach unten gegangen ist. Wollte dann natürlich auch dem Loot nachgehen und das Problem war dann, als ich wieder oben war, dass dann natürlich direkt den nächsten Gegner kam. Dort wurde ich dann tatsächlich auch direkt gelasert, weil wie gesagt direkt dort oben ein Gegner auf mich im Prinzip gewartet hat und kam dann auch direkt der nächste Gegner wieder von hinten, der mich auch noch gelasert hat und so muss ich im Prinzip ein One wie 2 machen, was natürlich immer nicht ganz so leicht ist und dort hätte ich vielleicht versuchen sollen, auf jeden Fall diese Situation etwas aus dem Weg zu gehen, da glaube ich hier schon relativ viele auf W-Pin gegangen sind und ich bin hier auf jeden Fall in eine sehr, sehr problematische Situation gelangt, hatte hier den einen relativ low gemacht, wurde mir allerdings wie gesagt vom anderen Typen abgestaubt und dort hatte ich dann im Prinzip mein Edit verkackt und bin dadurch gestorben. In der nächsten Runde hatte ich wiedermals meinen Job verkackt und hatte deshalb nicht den besten Loot und war es dann auch etwas schwieriger gegen den nächsten Gegner direkt, ich hatte auch nicht so viele Mats. Normalerweise habe ich ja mindestens mal 500 Wood und so waren auf jeden Fall meine Mats fast instant direkt wieder alle und dadurch, dass der Gegner immer wusste, dass ich White war, ist er auch relativ aggressiv raufgepusht. Ich habe noch meine Biggies versucht durchzunehmen. Trotzdem hat es am Ende nichts gebracht, da er eben halt wie gesagt hochgepusht ist, ich kaum Mats mehr hatte und damit natürlich eigentlich auch nichts wirklich anstellen konnte und so im Prinzip eigentlich meine Tod relativ safe war. Dann bin ich eben halt nochmal oder habe versucht nochmal etwas raufzugehen, bin etwas runtergegangen und dann war der Gegner tatsächlich dort hochgegangen, hat noch einen relativ guten Shot gemacht. Dann waren allerdings, wie gesagt, meine Mats leer und so hat mich der Gegner easy bekommen können. Dann hatte ich endlich mal wieder einen guten Drop bekommen und deshalb ist mein Loot natürlich auch deutlich besser gewesen, weil man einfach schneller farmen kann, was auch wirklich eine der wichtigsten Sachen ist, wo ich auch weiterhin dran arbeiten muss, weil ich immer wirklich nur in der Hälfte der Runden irgendwie einen guten Drop bekomme. Dann hatte ich ja jemanden angeschossen, hatte nicht ganz genau ein Auge drauf gehabt und er war eben halt dann der Shockwave-Typ und der hatte mich dann eben halt relativ gut gechased, ist auch wirklich ein guter Spieler gewesen, hat dann eben halt auch runtergeschockwaved, dann war ich im Lowground und das sah dann schon mal deutlich, deutlich schlechter aus. Ich bin dann wieder zurück in mein Turtle gegangen und bin danach für ein paar Shots gegangen, allerdings war natürlich über mir immer noch der Shockwave-Typ, weshalb ich das eventuell einfach hätte sein lassen sollen, denn er ist dann eben halt runtergesprungen und hat mir durchs Fenster einen richtig guten Shot mit seiner Mythic Charge gegeben und hat mich letztendlich gefinished und es war tatsächlich auch Chinken, ich glaube es war sogar der echte, wirkte auf jeden Fall ziemlich gut und da war es natürlich auch schwierig gegen ihn zu gewinnen. Auf jeden Fall gab es viele Situationen, wo ich das Ganze hätte deutlich besser spielen können und dann hätte ich ihn eventuell sogar am Ende bekommen können. Allerdings habe ich immer, wie gesagt, sehr, sehr dumme Plays zwischendurch gemacht. In der nächsten Runde bin ich dann Kette gelandet, weil ich einfach noch ein paar Kills wollte. Hier habe ich dann den einen direkten 25er Shot gegeben, wollte dann auch direkt drauf pushen, weil mein Loot eigentlich gar nicht so bad war. Habe mir direkt einen Biggie gegönnt, stand natürlich offen, warum, weil ich einfach keine Mats hatte, womit ich mich hätte einturteln können. Und ich wollte die immer lieber für den Fight aufbewahren, bin ich direkt reingegangen, habe dem nochmal 2 Shots gegeben, wodurch er wirklich sehr, sehr low war, wusste ich natürlich auch. Und dann konnte ich ihn eben halt relativ easy an der Stelle tatsächlich finishen, wobei ich am Ende auch noch ordentlich Damage mitgenommen habe, weil er da in einer relativ guten Position war. Hatte sich natürlich auch ganz gut geheilt, wie gesagt, habe ihn am Ende aber trotzdem bekommen. Dann wie in Kette natürlich typisch, kam ich direkt auch in den nächsten Fight und dort hatte ich erstmal den Highground-Vorteil, habe allerdings selbst einen sehr, sehr großen Shot bekommen,
Der hätte auf jeden Fall nicht sein müssen und hatte dann auch von der anderen Seite direkt auch einen Schuss bekommen, der zwar nicht getroffen hat, und dann war ich eben in so einer Situation, wo der Gegner relativ leichtes Spiel hatte, mir auch an der Stelle einen Shot zu geben. Meine Mets waren an der Stelle auch fast leer und der Gegner hat mich tatsächlich ziemlich easy bekommen. Auf jeden Fall war ich da auf keinen guten Positionings im Buildfight, das hätte ich definitiv verbessern können. In der letzten Runde bin ich dann auch wieder Kette gegangen, eventuell wäre es besser gewesen, wäre ich woanders hingegangen. Hier hatte ich dann auch wieder direkt den ersten Fight, den ich tatsächlich auch sehr, sehr gut gespielt habe. Hier hatte ich allerdings dann auch wieder mein Peace Control verloren und der Gegner hatte dann eben halt dort auf jeden Fall High Ground. Ich hatte auch nicht viele Mets, wodurch es relativ schwierig eigentlich gewesen war, den Gegner zu bekommen. Trotzdem hat es ausgereicht, weil er eben halt schon von den ganzen Henchmans relativ low war, was ich vorher auch beachtet war. Das hatte ich auf jeden Fall, wie gesagt, sehr, sehr gut gespielt. Allerdings war es auch sehr, sehr risky ohne die ganzen Mets und dann hatte ich hier relativ leicht Spiel, den Kill zu bekommen. Da ich mich natürlich in Kette nicht ganz so gut auskenne, weiß ich immer nicht, wann, wo, wie viele Gegner sind und deshalb wusste ich immer nicht, dass hier dann immer noch ein Gegner ist, der mich dann auch relativ leicht bekommen konnte. Und somit hatte ich das Turnier mit 43 Punkten abgeschlossen, was auf jeden Fall eigentlich ein ganz gutes Ergebnis ist. Allerdings hatte ich immer nur 8 Kills und da muss ich auf jeden Fall noch etwas verbessern. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr etwas von diesem Turnier lernen konntet. Wenn es so sein sollte, lasst gerne natürlich eine Bewertung da und um in Zukunft keine weiteren Videos mehr zu verpassen, lasst gerne ein Abo da und dann bis zum nächsten Video. Ciao.